Erinnerst du dich an den Abschlusstag? Erinnerst du dich an den Abschlusstag? Ja, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich habe geweint, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe geweint, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Das war vor 10 Jahren. Das war vor 10 Jahren. Meine Familie hatte diesen Sommer eine Reise nach Hawaii geplant. Meine Familie hatte diesen Sommer eine Reise nach Hawaii geplant. Wir haben sie jedoch wegen eines Sturms abgesagt. Wir haben sie jedoch wegen eines Sturms abgesagt. Jetzt können wir keine neuen Erinnerungen mehr sammeln. Jetzt können wir keine neuen Erinnerungen mehr sammeln. Wir haben stattdessen beschlossen, etwas zu Hause zu machen. Wir haben stattdessen beschlossen, etwas zu Hause zu machen. Ich bin in der Nähe des Treffpunkts, aber ich habe mich verlaufen. Ich bin in der Nähe des Treffpunkts, aber ich habe mich verlaufen. Siehst du irgendein Gebäude in der Nähe? Siehst du irgendein Gebäude in der Nähe? Vor mir steht ein Postamt. Vor mir steht ein Postamt. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Fahr geradeaus auf diese Straße und biege die erste Straße links ab. Fahr geradeaus auf diese Straße und biege die erste Straße links ab. Woher hast du diese Uhr? Woher hast du diese Uhr? Ich habe sie von einem Freund bekommen. Ich habe sie von einem Freund bekommen. Sie sieht schwer aus. Sie sieht schwer aus. Ich habe noch nie eine so schwere Uhr gesehen. Ich habe noch nie eine so schwere Uhr gesehen. Wo möchtest du heute zum Mittag essen? Wo möchtest du heute zum Mittag essen? Lass uns in ein Sushi-Restaurant gehen, das ich kenne. Lass uns in ein Sushi-Restaurant gehen, das ich kenne. Beim Mittagessen sollten nicht viele Leute da sein. Beim Mittagessen sollten nicht viele Leute da sein. Es ist überfüllt. Es ist überfüllt. Was ist mit deinem Knie passiert? Was ist mit deinem Knie passiert? Ich bin auf Diät und bin zu viel gejoggt. Ich bin auf Diät und bin zu viel gejoggt. Was ist mit Schwimmen? Das hat weniger Folgen. Was ist mit Schwimmen? Das hat weniger Folgen. Jeden Sonntag haben wir einen Flohmarktstand. Jeden Sonntag haben wir einen Flohmarktstand. Wenn du etwas hast, das du nicht brauchst, können wir es verkaufen. Wenn du etwas hast, das du nicht brauchst, können wir es verkaufen. Kann man ein Auto verkaufen? Kann man ein Auto verkaufen? Entschuldigung, das Auto ist zu groß. Entschuldigung, das Auto ist zu groß. Was ist mit einem Schreibtisch? Was ist mit einem Schreibtisch? Ein Schreibtisch ist in Ordnung. Ein Schreibtisch ist in Ordnung. Mit wem warst du letztes Wochenende zusammen? Mit wem warst du letztes Wochenende zusammen? Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht. Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht.
Wir waren alle zusammen im blauen Meer Kroatiens. Wir waren alle zusammen im blauen Meer Kroatiens. Deshalb lächelst du so viel. Deshalb lächelst du so viel.